auch ein bisschen kräftiger, aber man muss sich schon sehr positiv anschauen, damit man auf diesen Schluss kommt. Unsere Zuschauer haben das wesentlich besser drauf. Ja, das ist meine, die Sie jetzt gerade sehen. Hier, in voller Pracht. Naja, unsere Zuschauer haben es ein bisschen besser drauf. Wir kriegen ja immer Mails und Zuschriften. Monika Hillers aus Recklinghausen zum Beispiel hat uns geschrieben: Hallo Herr Sporer, hallo Frau Sauer, hallo Herr Moderi, der übrigens morgen kommt wieder mit Tomatentipps. Falls Ihre Dinge auch so Krüppelteile sind wie unsere, unbedingt einschalten. Dann gibt es wieder die aktuellsten Tomatenpflegetipps. Also, Frau Hiller aus Recklinghausen schreibt: Am Himmelfahrtstag haben mein Mann und ich unsere 15 Tomatenpflanzen nach draußen in größere Töpfe umgesetzt. Sie sind jetzt 34 Zentimeter hoch. Ja, kommt ungefähr hin bei uns. Jetzt haben wir sie vor unser Häuschen gesetzt und zum Schutz gegen Regen hat mein Mann auch noch ein kleines Vordach gebastelt. So sieht das aus bei den Hillers. Wir hoffen, dass auch oberhalb der Weißwurstgrenze ihre Tomaten wachsen und reifen. Die Aktion gefällt uns sehr. Liebe Grüße, Dieter und Monika Hillers. PS: In 3 Wochen sind wir im Allgäu und hoffen, dass unsere Mitmieter in dieser Zeit unsere Tomaten gut pflegen. Also mittlerweile ist die ganze Nachbarschaft auch in diese Aktion eingebunden. Freut uns natürlich sehr. Die nächste Mail kommt vom Helmut Eder aus Dachau und schauen Sie sich bitte dieses Foto an, das er uns dazu geschickt hat. Der behauptet, er hätte seine erste Tomate, er hat gemessen, 12 mm im Durchmesser und er schreibt: Wird Zeit, dass die in ein größeres Gefäß umgepflanzt wird. Mal gucken, was Andreas Moderi dazu sagt. Ganz ehrlich, Herr Eder, haben Sie die mit einer Höhensonde gepflegt oder haben Sie die irgendwie, diese Tomate mit dem Tesaband dahingeklebt? Ich kann es nicht glauben, dass Sie echt eine Tomate da hängen haben. Das gibt's doch gar nicht. Wo, hier ist nicht mal eine Blüte und Sie haben schon eine Tomate. Ich bin völlig frustriert.